In seinem 10. Spiel als Head Coach muss Lars Leuenberger auf 10 Spieler, die verletzt sind, verzichten. Martin Ness ist als Ergänzung verpflichtet worden. In seinem 2. Einsatz für den SCB muss er früh auf die Strafbank. Schon in der 3. Minute wird der SCB in die Defensive gedrängt. Gegen das starke Zuger Powerplay müssen die Berner auch schon den ersten Gegentreffer hinnehmen. Jakob Immonen hat den Schuss von Daniel Sondell abgelenkt. Wieder stehen die Berner mit dem Rücken zur Wand. Dann nimmt Simon Bodenmann Anlauf. Keiner trennt ihn von der Scheibe, dann rein damit ins Tor. Nach 11 Minuten fällt der Ausgleich. Und dieser Ausgleich steigert beim SCB den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Mit viel Selbstvertrauen drückt Martin Plüss ab und das ist die Berner Führung. An den Pfosten und an den Rücken vom Torhüter und dann kullert die Scheibe über die Linie. Der SCB verteidigt die erstmalige Führung jedoch mit unfairen Mitteln. Die Strafe ist angezeigt. Zug drückt weiter und bejubelt den Ausgleich. Jarko Immonens Tor ist eine Kopie des letzten Berner Treffers. An den Rücken und dann ins Tor. Und dann ist Pause. Nach der ersten Pause füllt sich die Zuger Strafbank. Bern spielt in doppelter Überzahl. Die Möglichkeit, wieder in Führung zu gehen. Plüss trifft den Pfosten, Rath trifft das Tor. 23. Minute, dank dem Powerplay-Treffer, führt der SCB wieder. In der nächsten Szene sind je 4 Spieler auf dem Feld. Etwas mehr Platz bleibt also beiden Teams. Ausgenützt wird dies vom EVZ. Team Ramholz Backhand ins hohe Eck. 3:3, die SCB-Führung hielt nur etwas mehr als eine Minute. Auch diesen Rückschlag stecken die Berner weg. Einmal im gegnerischen Drittel drin, lassen sie nicht locker. Dann ein schneller Pass in den Rücken der Verteidigung. 4:3 für den SCB. Simon Bodenmann trifft zum 2. Mal heute Abend. Den schönen Pass hat Simon Moser gespielt. Die Teams liefern sich ein Spiel mit vielen Strafen. Hier spielt der SCB wieder einmal in Überzahl. Die Scheibe läuft und jetzt liegt erstmal sein Team mit 2 Toren in Führung. Simon Bodenmann hat abgelenkt, ist jetzt dreifacher Torschütze und der SCB führt 5:3. Lars Leuenberger gefällt's. Folgendes gefällt ihm aber deutlich weniger. Emanuel Peter zu wenig bedrängt. Reto Suri komplett alleine gelassen, der EVZ verkürzt. Das Berner Defensivverhalten, viel Luft nach oben. Wenn's hinten nicht läuft, dann muss vorne etwas gehen, sagt sich der SCB und vor allem Simon Bodenmann. Im 2. Versuch schießt er seinen 4. Treffer des Abends. 6:4 für den SC Bern. Ist das nun die Vorentscheidung in dieser wilden Partie? Der EVZ hat etwas dagegen. Hier spielen die Gastgeber Powerplay. Aus großer Distanz versucht Lino Marcini und erwischt so Yannick Schwendener. Freie Sicht hätte der Torhüter gehabt. So ist der EVZ wieder dran und spielt die letzten Sekunden 6:3. Das sieht man auch nicht oft. Die dreifache Überzahl bringt aber nichts mehr ein. Der SC Bern gewinnt dieses turbulente Spiel 6:5. Es war keine Gala. In seiner Situation spielt das dem SCB keine Rolle. Hauptsache wieder einmal gewonnen.